Noch was vielleicht, was da reingeglitscht ist? Nein? Doch? Ernsthaft jetzt? Cool, ein blaues Item, wo ich nie rankomme. Das ist ja mächtig geil. Das ist genau mein Ding, ne? Oh. Julio, das geht ja schon mal gut los. Mega belastend. Jetzt habe ich ja irgendwie Klamotten gefunden. Ne? Ich habe direkt schon eine Hose an. Eine einzigartige Jogginghose. Cool. Verschiedenes. Handwerkerressourcen. Eine Sanitärhose. Sanitäterhose. Klasse mit Schwerpunkt auf Parcours und Heilung. Ausdauerkosten Fernkampfwaffen minus 5%. Jetzt noch nicht. Wahrscheinlich dieser komische Wurfspeer, ne? So, kann ich jetzt noch irgendwas machen? Achso, dass an der Mühle hier irgendwie noch irgendwelche Points freigeschalten werden. Ah ja, okay. Da freue ich mich ja gerade diebisch. Kommt man da hoch? Fragezeichen. Jump. Alles klar. Okay. Na dann probieren wir das doch mal. Würde mir was fehlen, im wahren Leben hier rumzuhopsen, wie so ein Irrer? Okay. Meine Internetverbindung ist eigentlich noch aktiv, okay. Habe ich jetzt irgendeiner Fraktion geholfen oder? Wow, okay. Hier
Regierungsgebäude. Das Aktivieren eines Windrads erschafft eine Sicherheitszone. Darum. Dieses bietet einen Ruheplatz, der von UV-Licht geschützt ist. Durch ein aktives Windrad werden verlassene Gebäude zu Gruppierungsgebäuden. In diesen Gebäuden sind Händler zu finden und auch neue Quests. Geil. Herausforderung und nachts eine weitere UV-Lichtquelle. Die Art des Gruppierungsgebäudes hängt davon ab, wer das umliegende Gebiet kontrolliert. Wenn sie es nicht bereits getan haben, müssen sie das Gebäude der Zone entweder den Peacekeepern oder Überlebenden zuweisen. Dadurch wird festgelegt, welche Leute und Quests darin zu finden sind. Wir haben hier noch keiner Fraktion angeschlossen, ne? So, Parcours. Feuerwehr, Stutzschall und Schwung bleibt erhalten. Sie vor ihm ausführen, bevor sie den Boden berühren, okay. Dann sie den Vorsprung, selbst wenn sie keine Ausdauer mehr haben und verlieren sie keinen Halt mehr, wenn sie aus großer Höhe auf Vorsprünge landen. Das ist beides sehr sinnvoll. Er wird wahrscheinlich sehr oft runterfallen. Deswegen werden wir das mal so machen. Ich sage ständig allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten. Hallo, ich habe gerade das hier irgendwie gebaut. Dafür gesorgt, dass es gebaut wird. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bei Händlern können Sie neue Waffen, Fertigungsteile und andere Gegenstände kaufen und die gesammelten Wertsachen sowie unerwünschte Last verkaufen. Sie bieten die leistungsstärksten Waffen, starten Sie ihnen daher häufiger mal einen Besuch ab, um die Kampfstärke zu verbessern. Okay. Schaden. Wie viel? 678? Okay. Oh, alle Wertsachen verkaufen. Sollte ich alle Wertsachen verkaufen? Was sind Wertsachen? Waren. Hat er jetzt auch den ganzen Suff verkauft und so? Nee. Okay, ich kann nicht zurückkaufen, das heißt, es ist einfach nur Rap gewesen. Okay, cool, cool, cool. Jetzt auch 19 Schaden. Also ich brauche eigentlich gar keine Waffe kaufen. Kann ich sogar direkt alle verkaufen? Warum habe ich nur ein paar Handschuhe? Ich hatte doch zwei Paar Handschuhe. Bequeme Sportschuhe. Ich habe nicht so viel Geld. Fernkampf und Tarnung. Ich denke, es gibt keine Fernkampfwaffen. So wirklich. Thank you.
Danke für das Geschäft. Okay. Ich habe UV-Zauberpilze. Natürlicher Pilz, der große Mengen UV dich absorbiert hat, hilft dabei im Notfall die Infektion zu lindern. Ah, okay. Falls ich mich wieder verwandeln sollte. Noch nicht mal eine Jacke. Ich habe hier drei Waffen. In the hand. Was bedeutet entfernen? Ist jetzt in meinem Tagebuch. Ist in meinem Tagebuch. Genau, ist jetzt in meinem Rucksack. Nö. Das ist ja kacke. Wo ist denn die Waffe? Ich habe keine Waffe gekauft, aber warum kann ich die nicht verkaufen? Ah, ich habe sie wirklich weggeschmissen. Qualitätswaren. Nicht verkaufen? Kann ich die Waffe nicht verkaufen? Mal kurz was testen. Kriege ich mehr FPS, wenn ich im Vollbild spiele? Das ist gerade so ein bisschen komisch, weil ich spiele im Vollbildmodus. Warum scrollt er denn bei mir hier aus mit, wenn ich... Oft kann ich wegen der üblen Geräusche der Infizierten draußen nicht schlafen. Okay, es ist okay. Alles kein Problem. Oh, hier habe ich noch Waffen. Frage ist, warum ihr mir die Waffen nicht verkauft. Warum man die Waffen nicht kaufen will. So. Ich kann unendlich Waffen... Ah ne, hier, 9 von 24 Waffen. 9 von 24 Waffen kann ich tragen. Ah, da ist die Waffe, die ich meinte. Nice. Schaden. Golden. Dann hätte ich ja schon wirklich eher mal ausrüsten können, wa? Der will mich echt veräppeln. Also der nimmt nicht alles, oder was? Ein schön lame Kollege. Kann nur... Okay. Warum? Ich habe doch... jetzt 9 Waffen hier drin. Warum kann ich hier nicht... Ich sehe aber nur 4 Slots. Warum kann ich denn nicht rein? Ah, einfach draufklicken. Okay, und dann kann ich die Waffe austauschen. Nisch gesagt. Okay, cool. Hier kann man jetzt auch irgendwo Quests annehmen, ja? Also hier scheinbar nicht, weil ich bin noch in keiner Fraktion, aber... überlebenden Gebiet. Das ist von den... wie hießen die nochmal? Keine Ahnung. Die heilige Dreifaltigkeit? U-Bahn-Station?
Also es gehört jetzt hier diesen Sonderlingen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die hießen. Ich kann nicht glauben, dass du das Windrad repariert hast. Nicht niemand die Überlebenden, sondern die anderen. Okay, lass doch mal das Gebiet freischalten. Einmal in die andere Richtung. Oh Scheiße, das war knapp. Das hätte doch ganz schön böse ins Auge gehen können. Psst, du, verkaufst du Wasser? Ich zahle einen halben Kristall pro Gallone. Ich habe kein Wasser. Keine Ahnung, ob man das überhaupt. Bin ich jetzt immer noch an dem Gebiet dran? Ne? Gehört das noch dazu dem? Keine Ahnung. Größte Vielfalt! Der nächste Händler oder was? Der verkauft, aber der kauft nur. Verkauft nur Ressourcen, okay. Du bist mein Lieblingskunde! Auf der letzten verbleibenden Stadt. Meine Frau war eine Krankenpflegerin, als diese Stadt noch Villedor hieß. Sie war unter den ersten Opfern, als 24 THV über uns hereinfiel. Überprüft die Stände. Sie haben alle handwerkliche Geräte, die sie aus den Peacekeeper waren. Speer von ungewöhnlichen Aktivitäten im Bereich des Dampfs. Die PK-Führung versichert den Bürgern, dass man die Situation unter Kontrolle habe. Seid besonders vorsichtig, wenn ihr in Gegenden südlich des Zentralrings kreist. Bedenket, diese Menschen. Hey. Schauen wir uns seine Band mal an. Der älteste Bezirk der Stadt ist Horseshoe. Während der späteren Expansion von Old Villador fügte die wachsende Stadt die Bezirke Trinity, Hautfield und Quarry End hinzu. Der letzte dieser Bezirke wurde zur Hauptquelle des Steins, mit dem Villador nach dem großen Lindenfeuer wieder aufgebaut wurde. Obwohl der Steinbruch vor Urzeiten stillgelegt wurde, kann man immer noch spüren, wie die Geschichte seiner Arbeiter den Geist dieses Ortes durchdringt. Der Geruch des Schweißes starker Männer mit muskulösen Armen und massiven Schultern, Beine wie korinthische Säulen, die ihre ungezügelte Kraft gegen den harten Fels einsetzten. Ach, das waren noch Zeiten. Da ist für jemand richtig Fan. Folgen dem berüchtigten Colonel Williams, dem Schlechter, der am schwarzen Montag den Mord an Millionen unserer Bürger befahl. Und nun eine Nachricht von unserem Sponsor. Wusstest du, dass ein paar Leute der alten Welt die Audio-Zeitkapseln aufgenommen haben, als sie realisierten, dass die Scheiße losbrechen würde? Musst allerdings in die Gebäude rein, um sie zu finden. Heutzutage bringen sich mehr Menschen um, als durch Befallene getötet werden. Zuverlässig und ich schätze, sie brauchen irgendeinen Sinn. Vertraue Sinn keinem anderen deine wertvollen... Mensch, was ist los hier, ne? Wurfmesser. Oh. Waren und Informationen an. Schwöre, nur die Kuriergilde liefert zuverlässig. Die Kuriergilde zu deinen Diensten seit 2023. Das war alles für heute.
Bürger, möget ihr lange gedeihen und überleben. Gute Nacht und viel Glück. Gute Nacht? Junge, Junge. Wer ist weg? Brauchst du Hilfe? Oh nein, mein Freund. Danke. Aber hier kann man nichts machen. Aber warum? Wen hast du verloren? Meine Fische. Meine kostbaren Fische. Kannst du dir vorstellen, was es heißt, Fische zu halten, wenn Wasser so schwer erhältlich ist? Aber sie waren meine Freunde, meine Lehrer. Warum opferst du Wasser für Fische? Warum denn nicht? Weil Wasser teuer ist. Es ist Mangelware. Oh, ich weiß. Ich musste fast alles hergeben, was ich hatte. Meine Vorräte, Mehl und die Waffen meines Vaters. Aber sie können nun mal nicht ohne Wasser überleben. Wer weiß schon, wie viele Fische da draußen in der Welt noch übrig sind. Fast alles Wasser ist verschmutzt. Oh, die ganzen toten Fische, die ich an der Oberfläche schwimmen gesehen habe. So ein trauriger Anblick. Warum sind dir Fische so wichtig? Kann ich dich auch etwas fragen? Warum ist diese Waffe dir so wichtig? Ich muss mich schützen, um zu überleben. Ah, siehst du? Es ist alles so subjektiv, nicht wahr? Was nötig ist und was nicht. Für mich sind Fische fundamental für unsere Existenz. Von Fischen kannst du alles lernen, was du über das Leben wissen musst. Okay. Also, was hast du denn von den Fischen gelernt? Oh, wie viel Zeit hast du? Ich habe von ihnen jahrelang gelernt. Sie haben mir beigebracht, wie man anderen zuhört. Sie sind tolle Zuhörer, weißt du? Sie haben mir auch beim Einschlafen geholfen. Hast du schon einmal schlafende Fische gesehen? Sie sind so ruhig und friedlich. Es ist ihnen egal, wenn man sie die ganze Zeit anstarrt. Oder wenn Rüpel an die Wände des Aquariums klopfen. Warum? Geduld. Sauerstoff ist wichtig. Fast genauso wichtig wie Wasser. Hast du schon mal gesehen, was passiert, wenn im Wasser zu wenig Sauerstoff ist? Nun, ich könnte ewig so weitermachen. Aber ich denke, es ist nicht dasselbe, wenn es nicht direkt von den Fischen selbst kommt. Er labert, Alter. Was ist das denn? Jetzt bin ich neugierig. Wo sind deine Fische? Leider sind meine Fische, wie gesagt, nicht mehr unter uns. Sie sind weg. Was ist passiert? Jemand hat sie gegessen. Jemand hat deine Fische gegessen? Jemand ist bei mir eingebrochen und hat alle meine Fische aufgegessen. Und dann das ganze Wasser getrunken. Das Wasser, für das du so viel geopfert hast. Wer? Sag schon. Möchtest du, dass ich ihn für dich aufspüre? Ah, nee. Vergiss es. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Ich habe Fischgräten vor seinem Haus gesehen. Aber lassen wir das. Was? Du möchtest keine Rache? Er hat deine Fische gegessen. Eines der vielen Dinge, die man von Fischen lernen kann, ist, wie schon erwähnt, Geduld. Und dass man sein Schicksal einfach akzeptieren sollte. Wenn du sie eine Weile beobachtet hast, wie sie einfach in ihrem Aquarium herumschwimmen. Sie fragen sich nicht, wo sie sind. Sie beschweren sich nicht, dass das Aquarium zu klein ist. Sie sind einfach da. Warte. Was? Also nochmal von vorne. Du hast alles, was du hattest, für das Wasser deiner Fische gegeben. Dann hat jemand deine Fische gegessen und das Wasser getrunken. Und du bist trotzdem nicht wütend? Das glaube ich nicht. Natürlich war ich wütend. Aber was nutzt die Wut mir?
Sie sorgt nur für negative Gefühle und Gewissensbisse. Vielleicht fischen wir eines Tages wieder in den Flüssen und Meeren. Ja, fischen. Auch dabei kannst du viel über das Leben lernen. Du klingst wie eine Art Fischmönch. Ich bin jetzt jedenfalls so arm wie ein Mönch. So viel ist sicher. Mach's gut, mein Freund. Es tut mir leid, dass du nichts von meinen Fischen lernen kannst. Man kann viel von den Fischen lernen. Ist klar. Ich sagte, verschwinde, du Spinner. Was hast du denn für ein Problem, Junge? Richtig ein paar auf den Latz knallen. Vielleicht siehst du es ein bisschen klarer. Weißt du, wer eine Ratte ist? Darf ich mich denn natürlich über Ratten beschweren? Mann, ich scheiße. Ariel, such dir mal ein anderes Thema. Ein anderes Thema als diese Mörderbande? Wir wissen, dass der GRE bei ihm gesagt hat. Oh, wir wissen es. Sie haben meinen Vater getötet. Im Ernst? Mein Vater war hier als Kammerjäger tätig. Es ist peinlich, wenn man Ungeziefer hat, weißt du? Mein Papa ging immer diskret vor, hatte viele wohlhabende Kunden. Er machte alles alleine, hatte für alles seine eigene Giftmischung, hatte seine eigenen Desinfektionsmethoden. Darauf war er stolz. Eines Tages bot ihm ein zwielichtiger Typ ein halbes Vermögen an. Ein Problem in Muddy Grounds zu beseitigen. Dem Kunden war es extrem wichtig, den Ort nachher zu desinfizieren. Gab meinem Papa sogar spezielle Chemikalien dafür. Das war ungewöhnlich. Aber mein Vater verzog keine Miene. Die Bezahlung war gut und wir brauchten das Geld. Am ersten Tag vergaß er sein Mittagessen. Also brachte ich es ihm. Es war ein piekfeines Haus, nördlich der Polder Avenue. Vor dem Gebäude waren vier Männer in Schutzanzügen in einem Laster. Ich versteckte mich in einem Gebüsch. Also, ich wäre weggelaufen. Plötzlich stürmte Papa aus dem Haus. Die Männer packen ihn und wollen ihn in den Laster schleppen. Er wehrt sich mit Händen und Füßen, schreit: Das mache ich nicht! Solches Ungeziefer ist nicht mein Metier! Sie werfen ihn in den Laster und schließen die Tür. Ich schleiche mich ran und lausche. Du gehst da sofort wieder rein und dekontaminierst das komplette Haus. Alles muss sauber sein. Andernfalls killen wir deine Familie. Er ging wieder ins Haus. 8 Stunden lang blieb ich noch im Gebüsch. Hätte mir beinahe in die Hose gemacht. Als er endlich wieder rauskam, eskortierte ihn einer dieser Typen. Und 2 andere trugen etwas, das aussah wie eine Leiche. Sie brachten sie in den Laster und fuhren weg. Zu Hause drückte mich mein Papa an die Wand und sagte, er hätte mich gesehen. Ich sollte niemals wieder über diesen Tag sprechen. Kaum eine Woche später war er tot. Hätte Industriereiniger in einem schlecht belüfteten Raum eingeatmet. Es wurde zu meinem persönlichen Kreuzzug. Alles andere gab ich auf. Selbst als 1 Monat später die THV-Pandemie ausbrach. Ich war davon besessen, herauszufinden, wer diese Leute waren. Das sind so Lagerfeuergeschichten hier? Fand ich einen Ex-GRE-Mitarbeiter, der bereit war zu reden. Worüber denn? Über den Ursprung des Ausbruchs. Über den Vorfall im Genfer Labor. Über die erste Ausbreitung der Infektion. Die Vertuschungsmaßnahmen. Mein Vater war daran beteiligt. Ich dachte immer, sie hätten ihn wegen seines guten Rufes ausgesucht. Weil er der Beste war. Aber nein. Sie nahmen ihn, weil er alleine arbeitete. Machte es leichter, die Spuren zu verwischen. Der Mann im Haus war Patient Null. Das war 6 Wochen, bevor der THV-Ausbruch bekannt gegeben wurde. Die Ratten haben ihn gekillt. Mich ließen sie nur davonkommen, weil sie zu beschäftigt damit waren, alles zu vertuschen. 6 Wochen vorher? Wow! Wenn die Leute das damals schon gewusst hätten... Das hätte sie alle retten können. Ja. Und die Verantwortlichen sind irgendwo hier. Und wenn ich sie finde,
dann werden sie sich wünschen, die Infektion hätte sie erwischt. Nicht ich. Das ist wirklich so eine Lagerfeuergeschichte hier, oder was? Und singen das Lagerfeuerlied.